So, viele unserer Gäste kommen natürlich mit ihren Buddies bereits bei uns an, aber viele reisen auch ohne Buddy, entweder mit dem Familienmitglied, der nicht taucht oder die nicht taucht. Wir versuchen natürlich immer, die Buddies auf dem Boot so einzuteilen, dass jeder mit jemandem taucht, der ungefähr die gleiche Erfahrung hat, um möglichst viel Spaß zu haben. Wenn jetzt nicht tauchende Familienmitglieder mitkommen, die können natürlich auch mit aufs Boot. Wir haben dann auch Schnorchelguides für diejenigen, wenn sie möchten, um sich einfach die Unterwasserwelt so anzuschauen. Wir haben auch ein Safari-Boot, das hier die Nordtour fährt. Normalerweise ja 6-7 Nächte. Und da wird alles angefahren zwischen Abu Nuhas bei guten Bedingungen, ansonsten Thistlegorm bis Teheran.